Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. The Legend of Zelda Minish Cap. Guck mal, wie sie da rumdancen. Das ist so geil. Wir gehen auch nicht mehr weg, bis wir da irgendwie, bis wir halt das hier, den Bereich verlassen oder halt, ja, sie besiegen. Sieht so geil aus. Hallo, ja, ich möchte mit dir ein Fragmentverein, Jingle. Wir haben 27 von diesen Dingern. Alter, Vater. Und damit öffnet sich der nächste Baum. Wo die anderen beiden, Tingle und, oh, wie heißt der? Tingle und, ich weiß nicht, wie der andere heißt, verdammt. Mir fällt es im besten Willen nicht ein, es tut mir leid. Auf jeden Fall Tingle und der andere. Wo die sind, weiß ich auch. Werden wir auch noch holen? Ein Glücksfragment. Das ist nett. Das ist sehr nett. Und ein Herzteil. Oh, wir hätten hier doch schon herkommen können. Oh. Hat er mich gerade gegessen und einfach wieder ausgekackt? Lecker. Sehr, sehr lecker. Jetzt kein Fragment für einen, ey. Ich bin satt, aber mir ist es so lecker, dass ich immer weiter futtern muss. Du stehst mir im Weg ein bisschen so, muss ich ja sagen. Danke. Hallo. Auch kein Fragment, okay. Ich fresse viel Gras, damit ich leckere Milch geben kann. Okay. Hallo. Diese Tränke in der Mitte der Farm ist irgendwie verdächtig. Das sagt mir meine coole Intuition. Ja, das haben wir auch schon geöffnet. Wenn ich so viel Gras, wenn ich so wie jetzt Gras fresse, bin ich am glücklichsten. Alles klar, willst du Kuhfragment fein? Nein. Aber klar, weil er dich nicht aufgegessen. Alles klar, okay. Schade, die wollten auch kein Fragment verein. Ist doch doof. Eigentlich will die Kuh, glaube ich, ein Fragment verein. Aber wahrscheinlich zu einer anderen Zeit. Warum musst du eigentlich immer in meinem Weg stehen? Geh weg. Weiter, danke. Ey, diese Kuh, ne? Echt eine gemeine. Echt eine gemeine. Aber gut, so, wo müssen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir. Da oben nicht hoch. Wir gehen hier lang. Genau. Denn hier haben wir erstmal eine Truhe und der Wasserfall hat sich ja geöffnet. Und was in diesem Wasserfall sich verbirgt, das ist einfach nice. Das ist einfach nice. 200 Rubine nehme ich gerne. Ich kann nochmal viermal bisher farmen. Falls ich Bock hätte. Hey. Hallo. Ich bin Dusty, der beinahe beste Schwertkämpfer von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, kannst du nur deine geheimen Kräfte verstärken. Ja, ich möchte trainieren. Ich zeige dir, wie du dein Schwert noch schneller auflädst, damit es sich im Noob mehrfach gibt. Cool. Schließt du deine Augen? Ja, okay. Multipliziert. Aha, du multiplizierst dich im Nu, das ist kein Scherz. Lüge und Wahrheit sind die zwei Seiten einer Medaille. Bündel deine Energie. Ich kann jetzt mein Schwert schnell aufladen. Wie schnell das geht, Leute. Es ist so praktisch und so gut. Das ist so geil. So, was war... Waren wir hier schon mal? Glaube nicht. Uiuiui. Okay. Da kommt man ja auch hin. Da müssen wir auch nochmal hin irgendwie. Später. Irgendwann. Gab es hier eine wundersame Wand? Scheint nicht so. Aber 50 Rubine. Und 50 mysteriöse Muscheln. Okay. Den anderen Weg, da kommen wir auch erst seitdem wir ein Fragment vereint haben rein. Und ich glaube, da gehen wir auch... Nee, das machen wir ein andermal. Aber hier sind wir jetzt, glaube ich, soweit fertig. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Wir haben da den Wald und... Ja, dann gehen wir jetzt hier in den Wald. Erstmal. Denn im Minischdorf könnten noch ein paar Leute Fragmente vereinen wollen. Erstmal gucken hier. Hallo. Da. Eureta heißt er, lol. Schneller Name. Schneller Name. Hier kommt eine Truhe hin, glaube ich. Ja, okay.
Eine Truhe. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt nochmal ins Dorf der Minish und gucken hier, wer alles Fragmente vereinen möchte. Hallo? Fragment. Nice. Ginstar. Hm. Okay. Oh, das ist der Bombentyp, oder nicht? Ist doch der Bombentyp, glaube ich. Es wäre doch toll, wenn man die Bomben fernzünden könnte. Hm, genau, so. Man muss sie nur ein wenig umbauen. Genau, das ist unsere neue Art von Bomben, so gesehen dann. Perfekt. Ich habe mich schon gefragt, wann wir das endlich mal freischalten. Schön. Schön, 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 schön. So, was haben wir hier? Oh. So. Was passiert mit ihm? Bestimmt auch wieder eine Schatztruhe, schätze ich. Nee, hier kommt ein Blatt hin. Genau, damit wir da hinten zu dem Loch rüberkommen. Genau, schön. Alles klar. Okay, nächster. Dim, 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 dim. Kein Fragment, alles klar. Ja, Leute, das ist jetzt erstmal die Zeit, in der wir halt wirklich nicht viel machen. Versuchen einfach, mit Leuten Fragmente zu vereinen, erkunden hier und dort noch ein paar Orte und hoffen, dass wir halt, oder sammeln halt alle Herzteile und alles Mögliche, was wir halt so brauchen. Oder was es halt noch so alles Wichtiges, sag ich mal, gibt. Willst du? Nein, kein Fragment. Hier die Pflanzen auf der rechten Seite und so, die öffnen sich, glaube ich, auch noch, wenn wir ein paar Fragmente vereinen. Ich weiß nur nicht genau, wann. So. Hier? Nein. Nein. Und jetzt noch er hier. Nein. Und der ganz rechts. Der könnte auch noch ein Fragment vereinen wollen. Ich glaube, das will er auch, nachdem wir wirklich das Schwert der Vier haben. Hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht. Ah, will er. Okay. Hallo. Ein rotes Fragment. Schön, irgendein Ereignis kommt. Okay, cool. Ah, das hatten wir doch noch nicht vereint. Okay, gut, dass wir doch erst hierher gegangen sind. Das ist sehr nice. Ich dachte, das hatten wir schon gemacht. Dass sich da ein Fleck bildet. Aber wie es aussieht, nicht. So, gab es unten noch irgendwie Minish oder so? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, deswegen gehen wir jetzt einfach wieder nach links, holen uns die neue Art von Bomben ab. Und ja. Gehen dann unseren Weg weiter. Würde ich sagen. Hallo. Und fertig, die Fernzünderbombe, genau wenn du es willst, macht's Bomben. Probier es aus, wenn du normale Bomben brauchst, tausche ich sie dir zurück. Ja, jetzt können wir immer bei ihm tauschen, ob jetzt Fernzünderbomben oder normale Bomben. Aber warum sollte man wieder zurücktauschen wollen? Würde ich nicht verstehen. So. Weiß nicht. Man kann sich halt aussuchen, wann sie explodieren. Das ist doch voll cool. Das ist doch viel cooler als nicht aussuchen können. So. Oder? Oder? Doch, Leute, kommt. Und drüber. Oh, ich dachte gerade, das ist nicht weit genug, ey. So, er hatte ja die Bohne zum Wachsen gebracht. Vielleicht will er ja noch ein neues Fragment vereinen. Nein, will er nicht. Okay. Hallo. Mach mich wieder groß. Danke. Schön. So, war hier... Nein, hier war ein Herzteil. Nee, kein Herzteil. Aber die Bohne sind wir schon hochgeklettert, ne? Ich nutze mal kurz den Speed-Knopf. Ja, waren wir. Okay. Weil das dann echt lange dauert. Mit dem Hochklettern. Es tut mir leid, Leute, aber da nutze ich gerne den Speed-Knopf. Es tut mir echt leid, aber das ist es mir sonst nicht wert. Hallo, du willst ein Fragment vereinen, das ist schön. Mit dem hatten wir noch gar nicht geredet, ne? Caro! Ja, es ist, glaube ich, doch eine sie und nicht der. Oh! Oh! Also die nächste Mauer ist noch schwieriger, aber wir versuchen es trotzdem. Ich wusste gar nicht, dass die auch einen Goron herbringen können. Lol. Das ist okay. Hey, habe dich gerochen, mein Freund. Was machst du hier? Hm, du bist eine große Hilfe. Lass uns die Mauer zusammen einreißen.
Aber wir brauchen noch einen weiteren Goron. Oh, cool. Wer bist du eigentlich? Yeah, danke, Baby. Jetzt habe ich noch mehr Power. Okay. Rocket, Baby. Okay. Toffel. Okay, ich hätte jetzt irgendwas mit Aro gedacht. Karo und keine Ahnung. Maro oder so. Aber Toffel. Okay. Alles klar, Gongoberg. Und dann können wir jetzt erstmal hier noch reingehen. Hier waren wir auch noch nicht drin. Ist hier eine wundersame Wand? Bestimmt ist hier eine wundersame Wand. Ja, ich wusste es. Und dadurch kommt noch ein Gerone, Leute. Das ist dann schon der vierte und danach müssen wir noch zwei finden. Aber ich glaube, sechs ist doch das Maximum. Auch zu dritt haben wir nicht, haben wir es nicht geschafft. Jetzt kommt das Fragment. Es riecht nach leckeren Steinen von der anderen Seite der Mauer her. Hilfst du uns? Natürlich hilft er. Bam, 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 bam. Yeah, sie haben es geschafft, Leute. Sie haben es geschafft. Damit kommen wir noch weiter. So, das ignoriere ich da unten mal, weil das sind einfach... Ich glaube, ein Fake ist dabei. Wir wollen ja nicht nochmal vereinen, ne? Nee. So, was ist hier oben? Hier ist nichts. Kein Mensch drin oder so? Schade. So, wir gehen mal kurz zu den Geronen, weil es könnte sein, dass die jetzt ein Fragment vereinen wollen. Und ich glaube, sie haben schon eine Schatztruhe für uns freigelegt. Ja. Mit 200 Rubinen, alles klar. Hier hinter, seht ihr, da oben ist schon eine Treppe. Wir müssen noch zwei Fragmente vereinen. Und dann sind wir, glaube ich, schon echt am Ende angekommen. Und dort gibt es was Feines. Etwas sehr, sehr Feines. So, hier sind wir fertig in dem Bereich. Aua. Jetzt machen wir noch hier hinten etwas. Genau, mit Tingel. Den hattet ihr auch schon einmal gesehen. Uah. Hallo, Tingel. Bei dem waren wir ja schon einmal, genau. Moment, passt perfekt. Und dadurch öffnet sich noch ein weiterer Baum. Den Stein da oben haben wir eigentlich schon weggesprengt, aber okay. Das ist dem Spiel egal. Ich finde diese Fragmentverein-Sache in dem Spiel echt geil. Das ist echt, es ist eine coole Sache, finde ich. Eine sehr, sehr coole Sache. Gibt dem ganzen Spiel nochmal so eine extra Note, finde ich. So, hallo? Oh, ja, Fragment. Davon haben wir leider nur 5 bisher. Vielleicht gibt es auch nicht mehr davon. Das kann natürlich sein. Es gibt da nur eine begrenzte Anzahl, glaube ich, oder? Oder? Ich weiß es echt nicht. Ich glaube aber schon. Aber gut, eine neue Schatztruhe. Ja, war jetzt nicht so nötig. Wie es aussieht, hat das Fragment nicht wirklich was zu sagen. Also die Farbe des Fragments. Nicht wirklich was zu sagen, was jetzt geschieht, weil ich dachte ja, dass grüne Fragmente immer Schatztruhen hervorbringen. Aber dem ist ja nicht so. Wie wir gerade gesehen haben, können auch rote Fragmente Schatztruhen erscheinen lassen. Ich habe kein neues Fragment vereint, okay. Joa. Dann ist das halt so. So, was hatten wir hier? Hatten wir hier noch irgendwas? Irgendwas Wichtiges? Nee, da waren wir schon drin. Hier waren wir auch schon drin, glaube ich. Können wir mal auf die Karte gucken. Aber ich dachte, dass das Dings geht dann weg. Aber ich glaube, wir waren hier drin, ne? Ja. Ist gar nichts. Ich glaube, das war so ein Rubinennest, so gesehen, ne? In die Stadt gehen wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Denn hier hat sich ja auch ein Eingang geöffnet. Hallo, goldener Octorok. Du bist mir gerade eigentlich relativ egal. Und hier können wir schaufeln. Schaufeln. Das war viel Geld. Heilige. So, und hier hinten hat sich doch auch noch irgendwo was geöffnet, oder? Ja, der Minisch da drin will wahrscheinlich seine Bohne. Also es ist ein Fragmentverein für die Bohne da links. Komm schon, bitte. Ja. Nice. Sehr, sehr nice. Und die Bohne wächst gleich. Geil.
Geil. So. Ihr habt ja eben auf der Karte gesehen, da ist noch ein Haus weiter oben. Aber da kommen wir leider noch nicht hin. Das ist das Problem. Aber das machen wir auch noch. Vielleicht, hoffentlich. Ich glaube, das gibt das ein Herzteil? Ich weiß es gar nicht. Oh, das gibt hier nur Rubine und wahrscheinlich ein Fragment oder Muscheln. Fragment, okay. Schade, kein Herzteil diesmal. Ey. Schade. Schade. Dann halt nicht. Manu. Gut, gehen wir weiter. Ins Tal von Tabanta. Wenn wir einen anderen Mal, glaube ich, gehen. Waren wir hier schon drin? Nee. Hallo, Herzteil. So ganz stumpf, okay. Aber 9 Herzcontainer, uns fehlen nur noch 4 Herzen, Leute. Boah. Da war noch was, okay. Nochmal ein Fuffi, okay, cool. Noch ein Fuffi. Noch ein Fuffi. Mehr. Was, noch. Alter. Okay. ja, ins Tal werden wir später gehen. Das machen wir nicht jetzt. Habe ich jetzt keine Lust drauf, um ehrlich zu sein. Oh, geht doch weg. So viele Gegner. So, was war hier? Hier drin war doch auch ein Typ, ne? Du willst ein Fragment fallen, sehr schön. Das hatten wir ja das erste Mal nicht. Als wir mit ihm, ja, Fragment vereinen wollten. Und damit öffnet sich der Baum. Alles klar, schön. Schön, schön. Und damit kommen wir zum Haus. Es ist soweit, es ist soweit. Das gibt ein wunderbares Gedicht. Getrennt oder zusammen. Die Hälften sehnen sich nach dem, was sie verloren. Genau wie einst auch ich. Oh, das ist aber poetisch. So. Oder, Leute? Ist das poetisch? Das ist poetisch. So, was ist hier unten, Leute? Was befindet sich in diesem Haus hier unten? Ein Fragment. und Poemon. Hey, Doki. Willst du mir nicht kurz zuhören? Als ich nach langer Zeit heimkehrte, war da plötzlich eine Fremde im Haus. Ich bin noch so schüchtern und traue mich nicht, mit Fremden zu sprechen. Ich muss ein Gedicht darüber verfassen. In Haus und Herz ist keiner da. Wer bist du, Bösewicht? Nimm meine Sachen, kein Problem. Mein Herz bekommst du nicht. Okay. Poemons Haus. Hallo? Ich mag es lieber dunkel, mach bloß nicht das Licht an. Das war eine Aufforderung. Hallo? Oh. Oh je, jetzt ist es raus, erzähl es lieber dem. Willst du nicht ein Fragment vereinen? Poemon, hallo. Mit deiner Hilfe konnte ich wieder in mein Haus zurück. Es hat sich sehr verändert, aber was soll's. Ich möchte meinen Dank in einem Gedicht ausdrücken. Endlich wieder im Haus. Die fremden Wesen sind raus. Ich blicke zurück mit Schmerzen und danke dir von Herzen. Ah, da fällt mir ein. Im Kamin sind ganz viele blaue Muscheln. Könntest du sie für mich wegwerfen? Ist doch widerlich, oder? Wirf sie bitte für mich weg, ja? Wow. Okay. Ups. Einfach Dings hochgehoben. So, eine kleine Sache können wir bestimmt noch machen. Das können wir bestimmt noch erledigen. Und zwar noch weiter hochgehen. Noch viel weiter hochgehen. Erstmal kurz hier rein. Denn der Deko-Kerl hier könnte ein Fragment vereinen wollen. Nein, okay. Kann auch sein, dass der nur einmal ein Fragment vereinen möchte. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber auf jeden Fall können wir jetzt erstmal hier rein, genau. Zack. Hallo Schatzruhe. Ein Fragment. Da oben ist sicherlich eine Wand, oder? Komm. Und da sind wir? Nein, Mann. Feen. Eine Fee fehlt uns noch, das heißt, da sagen wir nicht nein. Die andere Fee lassen wir alone. so. Zack. So, und jetzt können wir dorthin. Schaffen wir das noch in dem Part? Ich denke schon. Zum Gongolberg müssen wir auch noch, stimmt. Okay, da kommen wir wieder hoch.
Da müssen wir auch gleich lang. Hier ist eine Truhe mit einem blauen Fragment, okay. Dann ist hier bestimmt aber diesmal eine wundersame Wand, oder? Ja. Hallo, Fragment. Hallo, Wand. Gib mir dein Fragment. So. Und dadurch kommt noch ein neuer Gorone. In der Zeit trinke ich gleich mal eben was. Eine sehr robuste Wand ist das. Lass uns warten, bis mehr Freunde kommen. Wo sind wir? Hier riecht es so lecker. Na, es ist jemand gekommen. Ja, jetzt sind sie fünf. Jetzt fehlt nur noch einer. Ein Gorone fehlt noch, Leute. Ein einziger. Und ja, wir haben den Part vor einem Tingle begonnen. Oder vor einem der Tingle-Brüder, sag ich mal. Und wir beenden ihn noch vor einem Tingle-Brüder. Das ist der letzte. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!